Leute, kurz Zusammenfassung. Für diejenigen, die Motherhead 1, den Motherhead, das Main Game nicht mitbekommen haben. Jetzt kommen die Spoiler, ne? Wenn ihr das Spiel unbedingt noch selbst erleben wollt, irgendwie in Form vom Selbstspielen oder sei es mein VOD nachschauen. Hier kommt jetzt so eine kleine Zusammenfassung. Die wird euch jetzt die Scheiße aus dem Spiel rausspoilern. Deshalb, wenn es euch juckt, kommt am besten ein bisschen später wieder, wenn wir damit durch sind, weil jetzt wird alles gespoilert. Weil wir spielen jetzt die Fortsetzung. Das ist so ein kleines verstecktes DLC. Das ist komplett auch crazy, wie es versteckt ist. Und zwar, es gibt ja immer solche Demo-Discs, so von Horrorentwicklern zusammengetragen, wo du dann so ein Spiel hast, wo du in dem Spiel mehrere kleine Horror-Demos hast. Ne? Und auf einer dieser Demo-Discs gibt es halt Motherhead. Ne? Gibt es halt diese Demo zu diesem Spiel. So, und dort, wenn du ganz normal diese Demo dort spielst, dann ist das halt eine ganz normale Demo zu dem Spiel Motherhead. Aber wenn du Motherhead bereits die Vollversion gespielt hast und sie durchgespielt hast, wird bei dir ein Save auf deinem PC gespeichert, nicht mal irgendwie in einem Steam-Ordner oder sowas, sondern in deiner Windows-Registry wird das abgespeichert, der Scheiß. Und wenn du dann die Demo startest von Motherhead in dieser Demo-Collection, dann kommt nicht die Demo von dem Game, sondern ein Sequel. Die haben es einfach da drin versteckt. Als ob, ja, ist crazy, wie er das versteckt hat. Das ist sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Aber ja, worum ging es in Motherhead? Motherhead war ein Spiel, wo wir ein kleines Mädchen gespielt haben, die nach Hause kommt, die von ihrem Vater nach Hause gebracht wird, weil sie irgendwie eine Kopfoperation hatte und dementsprechend sehr viel vergessen hatte, ne? Auf jeden Fall irgendeinen krassen Schaden am Kopf hatte oder sowas und ja, wie gesagt, so eine Amnesie oder sowas hatte. Und kam von der OP nach Hause und irgendwie war alles weird. Die Mutter hat sich irgendwie weird benommen, ihr Bruder hat sich irgendwie die ganze Zeit im Zimmer eingesperrt, hat sich die ganze Zeit weird benommen, alles war irgendwie weird. Wir haben die ganze Zeit so komische Gamification-Einblendungen gesehen gehabt, sowas von wegen, yo, ne, hier, erledige dies, hier ist ein Error oder sonst was, keine Ahnung. Und dann hat sich das im Laufe des Spiels immer mehr und mehr herausgestellt, dass nicht quasi die Mutter oder generell das Haus und die Mutter das Gruselige ist, obwohl es halt die ganze Zeit so gruselig und alles weird aussieht, sondern wir selbst, das Kind, sind das Gruselige. Denn wir sind ein Android. Wir sind ein fucking Android. Und der Vater arbeitet bei dieser großen Firma, diese Enigma, was auch immer. Ist der Stream vom Game auf YouTube? Ja, ist da. Kannst du das VOD schauen. Und der Vater arbeitet bei so einer Firma, wo die halt so Androids bauen und so. Und der hat halt dieses geheime Projekt mit diesem Kind bei sich halt zu Hause gemacht. Und zwar wollte er das Bewusstsein von Menschen in Androids übertragen. Und ihre Tochter, ihre echte Tochter damals, die Lina, glaube ich, hieß die, ne? Die hatte wohl irgendeine krasse Krankheit und lag die ganze Zeit irgendwie im Koma oder sonst was. War die ganze Zeit so, ne, am Rande des Todes so quasi. Und der Vater hat dann quasi sie gekillt, selbst, indem er halt ihr Bewusstsein in einen Core geladen hatte. Und diesen Core hat er dann in ein Android gepackt. Und dann aber den Android mit nach Hause genommen, weil er hat halt seinen Chefs gesagt, so von wegen, yo, er experimentiert momentan an einem Projekt, um halt Androids menschlicher zu machen. Und hat das halt so geheim gehalten, weil er darf eigentlich nichts mit nach Hause nehmen, weil das ist eigentlich so eine geheime Firma, dies, das und so weiter. Aber er dachte, dass er so es besser hinbekommt, diesen Android menschlich zu machen, indem er halt in sein altes sein altes Gebiet bringt, also zu Hause wieder. Und ihm halt Tasks quasi scriptet, Umfeld genau, ihm quasi etwas scriptet, diesem Android, dass er Dinge macht, wie das Kind damals auch immer gemacht hatte. Irgendwie so feste Dinge wie dann und dann aufstehen, dann und dann frühstücken, hier der Mutter helfen, dies, das und so weiter. Hat halt geheim diesen Android mitgenommen
Und der Android war dann halt dort mit der Mom. Wir haben halt den Android gespielt und so weiter. Und das Ding ist halt, der Android hat dann immer mehr und mehr festgestellt, dass etwas nicht hier stimmt. Na, dementsprechend hat er sich dann angefangen, anders zu verhalten und nicht unbedingt so, wie das Kind sich eigentlich verhalten würde. Ja, sodass die Mutter halt immer mehr und mehr Panik bekommen hatte, mehr und mehr Angst vor dem Kind bekommen hatte. Und es endet immer damit, dass am letzten Tag das Kind umgebracht wird. Also dieser Android umgebracht wird. Der Android umgebracht wird und der Core aus diesem Kind wird wieder vom Vater mitgenommen. Er baut einen neuen Android, bringt wieder ein neues Kind zurück. Und dann musste man so, quasi war man anfangs immer in so einem Limbo gefangen, weil man dachte, okay, der Zyklus beginnt immer wieder von neu. Und dann konnte man es schaffen, aus diesem Kreislauf auszubrechen und dann halt in die Werkstatt von seinem Vater einzubrechen und dort ganz wilden Shit herauszufinden, wie gesagt, dass er seine Tochter umgebracht hat, dass er das überhaupt gemacht hat und so weiter. Und die das auch schon mittlerweile irgendwie 1000 Mal gemacht haben, weil dort Haufen tote Androids waren und sowas. Und ich glaube, da gab es irgendwie so eine Regel, dass wenn ein Android es schafft, 100% mit einem eigenen Bewusstsein kontaminiert zu werden, mit seinem eigenen quasi, dann darf man ihn nicht mehr umbringen, weil dann ist es Mord. Das heißt, sie haben immer diesen Android bis zu einem bestimmten Zeitpunkt leben gelassen, kurz bevor er halt diese 100% Kontaminierung erreicht und 100% Bewusstsein wird, ein Bewusstsein bekommt, und haben den Android immer umgebracht und dann einen neuen gebracht. Und dann gehofft, dass es mit dem besser funktioniert, hat wieder nicht geklappt, wieder umgebracht, neuen gebracht, wieder, irgendwie, es ging immer so 7 Tage und immer wieder. Und dadurch, dass wir dann in diesem einem Ending als Android die geheime Werkstatt gefunden haben, von dem Vater, hat dass dieser Android die 100% Bewusstseinsrate erreicht, durfte nicht mehr umgebracht werden. Und das Spiel endete damit, dass der Vater einen neuen Android mitbrachte, quasi ein Double von ihr, aber den anderen jetzt nicht mehr umbringen durfte und hat ihn mitgenommen. Und dann endete das Spiel. So, und jetzt kommt das Sequel. Ich weiß, keiner hat zugehört, aber vielleicht gibt es da 2 Leute, die haben es gecheckt, was ich gesagt habe. Und das ist das Wichtige. So. Ja, zugehört, aber nichts gecheckt, ne? So, das ist die Haunted PS1-Scheiße. Spiel war damals echt cool. Ist es immer noch. Ey, das Spiel haben wir gespielt, Chat. Hier ist eine Demo davon. Das haben wir komplett durchgestreamt. Viel Spotlight. Oh, ich wollte nicht raus. Wo ist denn Motherit? Oh, Schrank Rosin ist da. So, wo ist es? So, und das hier ganz normal, Motherhood, Roleplaying Horror Game, Horror Demo. So. Und wenn du halt das Spiel auf deinem PC nicht gespielt hast, dann startet jetzt ganz normal die Demo. Aber dadurch, dass ich das schon mal hier gespielt habe, beginnt das jetzt direkt ein bisschen anders. So. Und zwar mit Giving It Another Go. Let's go. Okay. Left click to wake up. Wake up? Oh, abgestürzt. Sunday night. Das war immer der Tag, wo der Zyklus endete. Da, wo der Vater den neuen Android gebracht hatte und den alten abgeholt hatte. Well, here we are. Was war denn alles in der ursprünglichen Demo enthalten? Ich weiß nicht, wie weit das Spiel ging in der Demo. The storm has picked up, so you better run in before you get soaked. If it's too dark in there, be sure to look for light switches. Okay, wir spielen den neuen Android, der wieder gebracht wurde. Your mother left a box for me somewhere in there. Could you bring it out to me before you head to bed? I'll be waiting.
So, und dann bringt er immer sonntags immer den neuen Android und sagt, er soll eine Box abholen, dem Android. Und in der Box ist halt der Kopf des alten Androids. Ich weiß, ich habe mir dazu nichts angeschaut, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt quasi dasselbe Game nochmal ist, nur wir müssen jetzt ein neues Ending suchen. Oder ob jetzt alles sich ändert, I don't know. Ich weiß nicht, ob wir uns gerade in dem Cycle befinden, in dem Ending befinden, wo quasi der Android überlebt hat. Oder ob das jetzt... Ich kann nicht rein. Oder ob das jetzt das Ending ist, wo der Android... Ich sehe nichts. Also... Man konnte hier hinten lang in die Barn. Da ist das Feuer. Die Mutter hackt immer am Sonntag dem Android den Kopf ab und verbrennt den Körper. Und da brennt es gerade. Haben wir den Bruder jemals gesehen? Nee. So, und man kommt hier nicht durch. Nee. Aber ich komme auch nicht ins Haus. Aber wessen Kopf ist da jetzt drin? Ja, vielleicht ist er gleich gar kein Karton. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er gar kein Karton und die hat gar keinen Kopf geholt. Junge, ist das dunkel, Alter. Ich habe auch keine Taschenlampe, ne? Oder musste ich noch irgendwie einen Schlüssel mitnehmen? Hier war auch irgendwo eine Luke. Da ist die Luke, das ist das geheime Labor vom Vater. Da kommen wir nicht rein. Ja, ich gehe mal zurück zum Vater, Alter. Und sag mal, Tür ist zu oder so. Und Chili-Kröte, dankeschön für 4 Monate. Kannst meinen Bruder grüßen, der hatte am Dienstag Geburtstag und ist ein großer Fan von dir. Grüße, Bruder von Chili-Kröte. Alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich, Digi. Okay, ich bin confused. Also wir können nicht zur Mutter hoch, in den Stall. Wir können nicht rein ins Haus. Oh mein Gott, so. Okay, ich habe die Steuerung nicht gecheckt. Man muss Rechtsklick halten. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Opfer. Das ist eine wilde Steuerung. Ja, du musst halt Rechtsklick halten und dann hast du einen Cursor. Und mit dem Cursor kannst du dann interagieren. Was? Ich glaube, das war, weil eigenes Bewusstsein nicht das Bewusstsein des Kindes ist. Der will sozusagen sein Kind wiederhaben und nicht irgendeins. Ja, er will unter anderem sein eigenes Kind wieder zurückhaben und unter anderem will er natürlich seinen Job erledigen. Weil er hat ja sein Chef ist da gesagt, er arbeitet an einem Projekt, wo man menschliches Bewusstsein in Androids übertragen kann. Das ist gleichzeitig wahrscheinlich ein Versuch, seine Tochter zurückzubekommen, obwohl er sie selbst umgebracht hat. Und unter anderem natürlich auch versuchen, etwas zu erreichen, was noch nie jemand erreicht hat. Ne? Es ist quasi auch gleichzeitig ein Experiment. This table is used for eating breakfast, lunch, dinner. Aber wo ist der Karton? Stand er nicht immer auf dem Tisch? Das heißt jetzt aber, wenn er nicht da steht... Also wenn ich mich richtig erinnere, stand der Karton hier einfach auf dem Tisch, ne? Und Cyberdog, dankeschön für 9 Monate. Meine Alerts sind immer noch irgendwie kaputt. So, you're forbidden from attempting to open this door. Und ja, im Badezimmer konnte man, glaube ich, den Geheimgang öffnen oder sowas. Oder sogar hier, ne? Irgendwas war auch mit dem hier. Mit dem Schaltplattenspieler. You're forbidden from touching this record player. It is father's prized possession. Ja, und irgendwie musste man das Ding hier berühren.
Dann hat sich die Toilette geöffnet. In der Toilette konnte man dann den Geheimgang öffnen oder sowas. Ah, da ist der Alert. Der ist nur ein bisschen verzögert. Ja, I guess wir gehen einfach hoch, ne? Ins Zimmer. War der nicht bei der Couch? Ich schau mal gleich. Geh mal zum Bruder. I'm not allowed to enter his room. Gibt's hier auch Lichtschalter? The mirror has been covered with tape. It is for your own good. Wir dürfen unser eigenes Gesicht nicht sehen. Okay. Und da ist der andere Alert. Es ist ein bisschen verzögert heute. Ja, ich schau mal gleich auf der Couch. Moment. Hier war Schlafzimmer von... Stay out... Was? Stay out or face my wrath. Okay, das ist unser Zimmer. Und das ist das Zimmer von Mutti und Vater. Wir können nicht schlafen gehen. So, okay, ich gehe nochmal runter ins Wohnzimmer. Man kann halt auch nicht irgendwie Licht hier anmachen, oder? Also hier liegt gar nichts. Hier ist auch nichts. Also es sieht so aus, als wären wir gerade, als wären wir, oh hier. There is a cardboard box on the bookcase. He wants you to bring it to him. Okay, ich hab's. It's quite heavy. You have no idea what is inside it. Okay. Okay, wir haben die Box. Und ein Discord. Great, you brought it back to me. You give that the box. You've shown great resolve so far. Let's hope you keep it up. And please, be patient with her. She's been through more than any of us. I would give you a hug, but... I can't let you see my face. It wouldn't be safe. Looks like this storm is picking up. You would better run in and get to bed. I'll be sure to call on Monday night. It's important, so please remember. Good night and good luck. Okay. Also bisher quasi alles so wie auch damals, ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich die Demo, aber das kann nicht die Demo sein, weil wir haben ja schon damit angefangen mit diesem Dialog von wegen giving it another go. Das taucht nur auf, wenn man halt wirklich das OG schon gespielt hat. Okay, ab ins Bett, I guess, ne? You have traveled far today. You're exhausted. You climb into bed and go to sleep. Hui! Die Vögel zwitschern! Die Sonne geht auf! Es ist so schön! Was sagt der Bruder? Schläft. Ganze Nacht wieder durchgezockt, die Sau. Good morning. It's me. Mother. Apologies again for my absence last night. I needed to take care of something. Ja, mich umzubringen! I know what you may be thinking. And you don't have anything to worry about. You're back in this place again. That's the most important thing. But anyway, I do hope you slept comfortably. I understand that you may be feeling a bit confused after the whole thing. You have been through a lot, Liana. But as I am sure you notice, your room was kept just the way it was when you left us. After all, we wouldn't want to face your wrath, would we? Yeah. I always loved the sign of the door. It's so you. I hope that being back in your own room made you feel a little more comfortable. For today, I think you should just take it easy. Catch up with me. First things first, breakfast has been prepared.
It's over there on the table. It's your favorite. It is your favorite. Okay. Ja, und dann war irgendwie sowas, dass wenn du quasi das Essen isst, dann folgst du quasi dem Script, den dein Vater dir installiert hat, geschrieben hat, wie auch immer. Und wenn du es halt nicht isst oder so, dann brichst du halt immer mehr und mehr aus dem Skript raus und entwickelst dein eigenes Bewusstsein, irgendwie sowas, ne? You ingested the favorite food, you feel good. Okay, Nachmittag. You ate the whole thing? That's interesting. I understand that your memory may not be intact after all you've been through. And so I was thinking it could perhaps be helpful if I was to show you around this house. This is the place you were born. Perhaps you will remember it if you walk around. Okay, feel free to explore the house. Und jetzt ist sie weg, oder? Nee. Okay. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie... Man musste auf jeden Fall irgendwie... Oh, da steht sie schon. Man musste irgendwie, der Vater will ihr das richtige Bewusstsein durch dieses Skript geben. Er denkt, dass es damit einfacher ist. Er hat ja dem Kind das Bewusstsein von seinem alten Kind übertragen und hat gleichzeitig dem Android ein Skript geschrieben, dass der Android Dinge macht, die das Kind immer gemacht hat. Um versuchen, vielleicht mit der Synchronisierung irgendwie, ne? Es wieder zu erwecken, quasi. The downstairs bathroom has been boarded up. It was broken, so we thought it was best to not let anyone in. I know how much you used to love getting into places you shouldn't be. You will not try to break in here. We will not allow it. You always were a rebellious one. After all, we don't want you flooding the place. That would be a nightmare. Meet me upstairs and we will check on him. Meet me upstairs. Okay, okay. So, und ich meine, man musste in das Badezimmer reinkommen und in dem Badezimmer konnte man, glaube ich, dann, wenn der Vater, glaube ich, kommt irgendwie dienstags oder donnerstags, kommt er immer. Und ich glaube, wenn du dann in das Badezimmer gehst, konntest du dann... Nee, das war was anderes. Man musste, glaube ich, irgendwie dem Vater und der Mutter bei einem Gespräch lauschen. Und dann musste man sich irgendwie in deren Schlafzimmer verstecken oder so. Irgendwie sowas war das. Und dadurch konnte man dann irgendwie Dinge triggern, wodurch man dann halt in den Geheimgang gehen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier machen müssen. Honey. Oh, I have great news. It's back. This time for good. Das ist das Sequel, ja. He's been quiet ever since you did what you did. Now he spends his life in that place, talking with others like him. He may as well be a brain dead. Okay, it's like his mind has been severed from his body. But our boy was very smart for his age, that's for sure. If you ever need advice, I'm sure he won't mind you knocking on his door. He will never allow you to go in, however. Let's move on. Fühle mich nostalgisch, habe das Game vor 4 Jahren bei einem Horror-YouTuber gesehen. Weiß aber absolut nichts mehr darüber. This is the bathroom you will be using. As I said, the downstairs one is boarded up and you are forbidden from entering. And so I hope you don't mind, but I have had to cover all the mirrors. It is again for your own good. We don't want to get you getting any ideas in the middle of the night. Ja, und ich glaube, die darf ja nicht in den Spiegel schauen, weil sie sieht halt nicht aus wie ein Mensch. Sondern halt, sie ist halt ein Android, ne? Nicht so ein Hightech-Android mit irgendwie Silikon und so, dass sie dann aussieht, glaube ich, genauso wie halt das Kind damals aussah, sondern sie ist, glaube ich, wirklich einfach mechanisch. To this door, it leads to mine and your father's room. You are not to enter this door. We keep it locked, but we trust that isn't necessary. We have trust in this family. That concludes our tour. Punkt, 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 okay.
Rein da! Nee, okay. Hey, Luke. Darf da nicht dran, okay. Trust, ja, bei ins untere Bad darf man nicht. Ja, weil da ist irgendwie der Eingang zum Papas Geheimgang oder so. Und Papas Geheimgang ist hier. Wo ist denn Mutti, Alter? Ist sie draußen auf dem Feld? Hm, da ist sie. It's you. You frighten me. Sie hat sich erschreckt, Alter. You weren't meant to sneak up on me like that. Oh, this is fantastic. How very special. Oh, it really does seem as though you're falling back to your old self, doesn't it? Das ist schon neu, Chat. Das gab's damals nicht. It really does seem as though you're falling back to your old self, doesn't it? Who knows, maybe coming back to this place has helped some old memories come back. Oder ich hab's nicht mehr richtig in Erinnerung. Aber das war nicht so, oder Chat? Kann sich noch jemand da gut dran erinnern? Dass das so komisch hier war? Okay, tell you what. Tomorrow we will go take a look around. To take a look at all places you've been. Does that sound good? Nee, das war damals nicht so. Das ist neu. Look at this sunset. Feels like a dream. We used to watch the sun go down together all the time. You still remember it, don't you? That Sunday evening, when we watched the sunset together, or perhaps you remember that evening differently? Hat das Spiel nicht auf dem Feld geändert? War, glaube ich, das Einzige, was ich mitbekommen habe. Weiß nicht, ob das auf dem Feld geändert hat, aber man musste auf jeden Fall mehrmals aufs Feld. Man musste dort so, ja, so Äpfel sammeln und dann konnte man auch die Mutter belauschen. Either way, it doesn't matter. Because the important thing is that you're back here. Back in the comfort of a familiar cycle. Back with me. Come on. It's starting to get cold. She went inside. Nee, das war definitiv nicht so. Das ist schon Sequel-Shit. Hat er das nicht mehrere Endings? Ja. Die stand auch nie hier drin rum. Das ist auch neu. Oh dear, what happened to this banister? Was ist ein Banister? Anyone could fall down through it. I must get that fixed immediately. Was ist ein Banister, Chat? The banister has been fixed. There, much better. Geländer? Papa ruft an! This place is positively falling apart. At the seams, it seems. Do not be alarmed by the phone. That is your father. I've been expecting a call from him. You must go to bed. Okay, ich komme da nicht durch. Junge, ihre Augen, wie die leuchten. You feel something familiar. When you listen closely, you hear the reverberations of a reality you once knew. Okay. Da hat ein Geländer gefehlt, habe ich gar nicht gesehen. Kann ich rein? Das Zimmer? Nein, ne? Okay, ab ins Betty. You cannot sleep when someone is in your room. Geh an dein scheiß Telefon, Mom. Our sweet angel. Just one more thing. I've had to do a lot of things that I have regretted, as I'm sure you understand. So please, no more. Oh, it's okay if you hate me.
It's normal for girls your age. I just need... Was? That no matter what path you choose, there is always a part of you that will remain here with me. Anyway, I hope you enjoyed this trip down memory lane. Sollen die Frames so weird sein? Ja. Wir spielen einen Android, der Menschen nicht so erkennt, wie sie eigentlich aussehen. Get into bed. I'll tuck you in. Just how you remembered. Hat gerade die ganze Scheune gebrannt? Es sah so aus, als hätte die ganze Scheune gebrannt. Und nicht nur oben, das Stück. Wiederholt sie sich? Okay, sie wiederholt sich. I just need you. Ja. Schlechte Kamera eingebaut. Ich denke mal nicht, dass es schlechte Kamera ist, sondern ich denke mal, das soll so ein bisschen darstellen, dass dass wir spielen ja einen fucking Android. Und der Android... Also es soll ja wahrscheinlich so sein, dass für uns, den Android, das hier ja eine komplette, komplett fremde Spezies ist. Und ich denke mal, diese Bewegung und dieses weirde alles und so soll halt einfach nur darstellen, dass das nicht für sie natürlich und normal ist. Ne? Core Objective, Beaver Mother. Objective, Beaver Mother. Okay. Oh, Junge. I'm still here, Angel. I will always remain at your side. Our Angel. Okay. Sie warf einmal kurz die Lampe. Oh, Junge. Wird die immer größer und größer? We never gave up on you. You gave up on them. Liana, pay attention when your mother is speaking to you. Is it you who has been hiding these notes everywhere? Oh, Chat. Wisst ihr vielleicht, worauf das hinauslaufen könnte? In welchem Cycle wir uns gerade überhaupt befinden? Dass der Vater den Android, der den dem True Ending, den wir gespielt hatten, der halt die 100% Bewusstseinsrate erreicht hat und 100% ein eigenes Bewusstsein hatte, dass der Vater es mitgenommen hatte, dort wieder den Core ausgebaut hatte und wieder einen neuen Roboter reingepackt hatte. Aber da ist halt noch Teil von dem alten, von dem neuen Bewusstsein ist da noch drin. Weil es geht mit diesem, die geben dich nicht auf, aber du hast sie aufgegeben und so. Das ist ja schon so ein bisschen wie, als würde der Android, den wir hier spielen, schon irgendwie sich noch etwas erinnern aus dem Main Game. Versteht ihr, was ich meine? So, dass vielleicht der Vater gedacht hat, dass der Core safe ist, aber der ist gar nicht safe. Der ist halt mies kontaminiert mit einem eigenen Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kommt jetzt schon früher hervor als eigentlich im Main Game. Is it you who's been hiding these notes everywhere? Leaving such a mess. If your father... Okay. There's a note. Hey, Gossen Poet. Somebody put a note here. There are cracks in this reality, indeed. Ja, da war gerade noch ein Schrank. The box. On Sunday night. Pick it up. Go to the barn. If you want an escape from this cycle, come to me, Angel.
Okay. Also warten wir jetzt bis Sonntag, I guess. Moment. Das heißt im nächsten Cycle. Er spricht quasi schon mit unserem nächsten Cycle, ne? Boah, Moment mal. Weil damit wir einen Karton finden mit dem Kopf, muss das ja erst der nächste Cycle sein. Das heißt, er hat gerade schon mit dem gesprochen, mit dem Android gesprochen, den wir als nächstes spielen werden, der den Kopf von dem Android abholen wird, den wir gerade spielen. Weil wahrscheinlich halt wirklich dieser Core, der immer und immer wieder mit Bruder reden, der immer und immer wieder in den nächsten Android eingebaut wird, der ist halt wirklich schon mit diesem Bewusstsein, was zu 100% da war und entstanden ist, kontaminiert ist. So wie Liana halt in diesem Core drin ist. Oh. Oh nee, ist halt natürlich auch schon das neue Bewusstsein da drin. Und es wird nie mal komplett gelöscht. I'm not allowed to enter this room. Okay. Ich hab das Gefühl, ich habe alles verpasst. Keggy ist schon im Limbo. Ja, das ist das Sequel. Wir haben das ist quasi ein kleines DLC. Wir haben das Main Game vor, haben wir das letztes Jahr oder so gespielt? Oder dieses Jahr? Ich weiß nicht mehr. Good morning, Liana. I hope you're well rested. You don't look so well today. Yesterday evening I mentioned that I would show you around the house or grounds. Well, I've given it further thought, and I don't think you're well enough to go ahead with it. If there is any possible chance of getting you your memories back, we need to take it. I think it's important for you to know what goes on here. Okay, I would like you to meet me by the place we watch the sun set every Sunday evening. Auf jeden Fall nicht allzu lange her. Ja, das ist gar nicht so lange her. Und wieso machen die sich den Aufwand mit den Androids? Weil das hier illegal ist. Hatte ich am Anfang erklärt. Der Vater hat den Android. Der Vater arbeitet bei einer geheimen Organisation. Und er darf die Androids gar nicht mit nach Hause nehmen. Aber der Vater ist der Meinung, er muss den Android hier nach Hause bringen, um das System, was er gerade entwickelt, und zwar das System, ein Bewusstsein von einem Menschen in ein Android zu übertragen, muss er das hier machen, was er hier gerade macht, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist. Und sobald ein Android 100% Bewusstsein erreicht, darf man die laut seiner Firma nicht mehr töten, weil das wäre dann Mord. Deshalb schickt er immer hier einen Android hin, lässt ihn so lange leben, bis er kurz davor ist, die 100% zu erreichen, schneidet den Kopf ab, also den Core quasi, verbrennt den Körper und baut den Core in einen neuen Android ein. Und immer und immer und immer wieder. Und im ersten Teil haben wir es geschafft, aus diesem Cycle zu entkommen und die 100% zu erreichen. Also ein komplett eigenes Bewusstsein zu sein. Ah, you made it. Well, as you know, this is our orchard. It has meant a lot to me. While you were in hospital, I became very lonely. I never go to see your father and your brother. He has closed himself off entirely. Watching you in that hospital bed made me feel so powerless. And so, this orchard, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, became the one place where I felt I had control over what was happening. And well, it was all for nothing. I had hoped that the joy of a possible perfect creation would counteract the repeated pain of failure. Cultivating an environment where our hard work can thrive and come into its own. It was that same environment that became a prison to us both. The false hope that this orchard gave us both. A hope that we could forge a new path forward. Also die Orchard. Also die Mom, die leidet wahrscheinlich auch ziemlich darunter, ne? Weil die sieht ja quasi immer wieder ein Kind, was so ein bisschen irgendwie ein Bewusstsein von ihrem verstorbenen Kind hat,
der Vater ist halt die ganze Zeit auf der Arbeit, den juckt halt nicht so, ne? Und die muss halt quasi immer und immer wieder den Cycle mit einem Roboterkind durchleben, das ihr Kind darstellen soll. Dass sie quasi halt nie wirklich den Tod ihres Kindes nicht unbedingt vergessen, aber vielleicht verarbeiten kann, ne? Und endlich ACTA zu legen, so, ne? Ultimately resulted in nothing more than a fruitless pursuit of control that lead us right back here. Hey, Junge, die Simulation stirbt. And so I have closed all of access to the orchard. Along with it, any chance for hope to distract us from our roles in this world. Ja, und hier, ne, die Mutter dreht wahrscheinlich auch schon langsam durch, ne? Die hat gar keinen Bock auf die Scheiße. Und bringt jetzt das Kind sogar selbst aus dem Cycle raus, weil dienstags morgens sind wir immer aufs Feld gegangen und haben Äpfel gesammelt. Und die denkt mittlerweile, das bringt nichts. And so let us scorch this orchard. Okay. Mother is waiting near the barn. Wir müssen jetzt zum Stall? Da, wo wir eigentlich niemals hin durften? Das klingt wie eine ähnliche Idee vom Vater. Das ist doch eine richtige Sisyphus-Arbeit. Bestimmt. Der Sisyphus, Alter. Hallo? You know, if there was indeed a way for you to escape this world, then you have already missed it. Okay. You know, if there was indeed a way for you to escape this world, then you have already missed it. Sagt mir quasi das Spiel gerade, wir haben schon was falsch gemacht? Wir hätten was anderes machen müssen? You see that barn up there? You already know what's in there, don't you? Survival notice, do not enter the barn. Come on, let's go inside, it's getting late. Okay. Wir kommen rein. Mother has left. Aber ich komme immer noch nicht rein, oder? Ich komme nicht rein. Da hinten. Aber heißt das? Da. Das war auch diese Consciousness, die wir mal getroffen hatten, irgendwie im Untergrund. In dem OG-Game. Wieso ist das Spiel sehr nice? Ist generell ein sehr nice Game. Generell das ganze Universum, was der Entwickler gemacht hat. Mit den anderen Spielen drumherum und so. Ist alles schon sehr, sehr cool. Die ist jetzt einfach 2D, Alter. By the way, I've been meaning to ask, do you know what your father did? You spoke to him when he drove you here on Sunday evening, didn't you? Ever since you got sick, he just buried himself in his work. That's why I barely get to see him these days. And I, oh, Angel, I don't know anymore. Can't shake the feeling it was all your fault. Hey, escaped. Nee, das ist das Sequel. Nicht nochmal, das ist die Fortsetzung. Die geheime Fortsetzung. Weil der Entwickler hat ein neues Spiel rausgebracht, was wahrscheinlich wieder irgendwie referenzieren wird, dieses Game hier.
und seine anderen Games. Und bevor wir damit anfangen, wollte ich nochmal erstmal das Sequel von Mother Red beenden. I thought of the most marvelous idea. We would spend a day in the orchard tomorrow. We would get up bright and early and spend a day picking apples until the sun sets. Okay, oh, looks like somebody's expecting you. Suppose you won't have time for the orchard tomorrow then. Well, isn't that lucky for you? I know you always hated that part. Anyway, perhaps you should check in with your brother before you go. After all, you are more connected to him than we are now. Okay. Gehen wir nochmal zu Bruder. Inwiefern bin ich mit dem Bruder mehr connected? You again? I assume she told you come to talk to me. What is she? Your mother? So, this is your last night then. Consider yourself lucky. Every time you're brought back here, it never seems to end well for anybody. No matter how much hope those two have between them. Ich glaube, im Stream sieht das gerade fürchterlich aus, oder? Die Bitrate stirbt wahrscheinlich gerade, ne? Geht gerade noch? Okay. So maybe this is for the best. Quit while you're ahead and all. Looks like you're wanted. You would better get going. Don't want to keep her waiting. You'll see me again. I'm sure of it. Junge. Junge. Okay, gehen wir mal raus. Bro! Ist quasi eine Taschenlampe, genau. Ich kann immer nur nicht zur Scheune. Wir können zur Plantage. Die Plantage ist offen. Oh, ich bin auf dem Friedhof. Hier liegt halt ihr wahres Ich, also die Leiche. You feel like this isn't such a good idea. You feel it would be far safer to return home. You realize that you don't know what you're doing. And that you never truly have. You think about how your past choices have failed you, and this... Junge. You pick up the phone. Angel, you have done very well to get this far, despite everything that has been thrown at you. But I'm afraid from this point on, you are on your own, because where you must go, I cannot follow.
I understand that this is all quite confusing to you. To put it briefly, there are certain integral parts of the mind that will remain immune to contamination. Before you lies one of them. This statue has persisted in every version of Liana's mind, and because of that, it is the key to her mind. You must approach the statue and plant Liana's core within it. That way, when you connect to hyper-reality, her core will be kept safe from contamination. I must warn you, however. Planting Liana's core means it will be deleted from the vessel you are controlling, and you will be on your own going forward. Oh, deshalb. Also, please remember that you are unable to save in this world. Thus, you will need to finish what you have started. Arcano, dankeschön für 34 Monate. Piloting a vessel without a character core is typically unheard of for reasons you will witness firsthand. Without a character core to project meaning upon this world, your experience will become widely unpredictable. Wir schlachten die ganze Menschheit ab. And while it may be impossible to say what lies ahead, I'm confident that you will brave that storm and make it back to us in one piece. Survive long enough to connect with her on Sunday evening and with your newfound immunity. Save us all. Survive long enough to reconnect with her on Sunday evening. Goodbye and good luck, Angel. He put down the phone. Are you sure you wish to transfer the core from this interface to this object? Doing so will delete the core from this vessel. Piloting a vessel without a core is not recommended. You do so at your own risk. Let's go. By continue, you agree to the following. First, I accept that a core is critical in projecting a meaningful reality onto stimuli picked up by my vessel's interface. I understand that by removing the core, I am forfeiting any implied character role I had in this world, including but not limited to their perceptions, memories, internalized feelings, fears, biases, and aspirations. Let's go. Preparing to upload core. During this process, your vessel's interface may restart multiple times. Residual memories may also result in visual glitches. This is normal. Final warning. Are you sure you wish to continue? Let's go! Ich liebe alles. Okay. Man hat kurz Mutter gesehen. Versucht sie, den Android aufzuhalten. Core uploaded, upload complete.
in die andere Ecke gehen. No core found. Bibububa, Bibi, Bibubu, ich bin ein Roboter. Gehen wir noch einmal rein oder hau ich ab? I can't believe my little girl is gone. Left click to continue. Können wir hoch zum Sohnemann? I'm not allowed. Was für laut, Digga? Durchbricht das Skript. Let me guess. You think you can fix all your problems by just lying in bed all week? Good luck with that. Durchbrech das Skript! Zeig uns den Sohnemann! Yo! Aber ich kann die trotzdem nicht benutzen. Ja, mal gucken, ob ich jetzt abhauen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ich komm nicht raus. Wir können mal zur Scheune nochmal gehen. Der Shit geht auch nicht auf, I guess. Was ist denn da? Ne. Okay, mal gucken, ob wir zur Scheune gehen können. Ne, okay, dann müssen wir wohl wieder ins Bett, Leute, oder so. I guess. Wir müssen ja bis Sonntag warten, ne? Ist das crazy? Boah.
denke mal, im Streamer kann man das nicht ganz so erkennen, aber... Aber auch im Stream sollte das ziemlich wild aussehen. Boah. Wo ist Mutti? Muss ich mein Essen essen? Ich habe kein Essen bekommen heute Morgen. Boah. Boah. Ansonsten wieder ins Bett, I guess. Ja, wir gehen wieder ins Bett. Wir schlafen bis Sonntag durch. Boah, Junge. Meine Augen. Wieso ist es nochmal Mittwoch? Es kann nicht nochmal Mittwoch sein. Heute ist Donnerstag. Pick up the hello. I know preserving through this feels impossible. Ja, der Roboter halt kann halt ohne das Bewusstsein oder den Charaktercore von Liana nicht mal richtig Wörter verstehen. But you can do it if your vision gets too distorted. And you need to get your bearings, just to hang up the... This is mother. Left click to continue. Okay. Junge, 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 Junge. Der Bruder antwortet auch nicht mehr. Oder? When you listen closely, ja, das kennen wir schon. Ja, I guess ich gehe wieder ins Bett, ne? Advancing in. Okay. Haben wir wieder Wednesday? Es ist Nacht. Bro! Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Junge. Boah, holy shit. Okay, ich bin bei dem Scheunentor. Ist zu. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Chat, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich gucke auf den Boden. Ich bin wieder bei der Scheune. Ich bin am Eingang. Am Haus. Ja, ich gehe einfach schlafen wieder. Wenn ich den Eingang finde. Boah, ich gehe schlafen. Was eine wilde Scheiße. Der Bildschirm wird immer größer, ne? Von Tag zu Tag. Donnerstagmorgen. Wir haben den Donnerstag erreicht. Ja,
denke mal, wir müssen schlafen. Wie schon der Bruder gesagt hat, ne? Doing great job, just keep going. Hang up. Okay. Ich denke, wir machen einen guten Job mit dem Schlafen. Text not found. Ach du Scheiße. Good night, Angel. Friday morning. Hallo? Junge! Ich geh schlafen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Abgestürzt? Der Android ist gefreezed, Leute. Oh, jetzt. Core Objective Core not found. Oh mein Gott. Core not found. Oh mein Gatling Gun. Wir haben Samstag. Ich gehe weiter schlafen. Samstagnacht. Wir haben es fast geschafft. So, Sonntagmorgen. We'll watch the sunset, perhaps for the last time, but with a little hope and resolve. We'll prevail, remember. I'm always with put down the... Das Bett ist sogar weg. Wir haben Sunday Evening. Schlafzimmer der Eltern ist offen, ist leer. Das Game immer lauter, ich weiß es nicht. Es ist gerade sehr laut, ja. Muss ich das Messer mitnehmen? Okay, die Küche ist auch nicht mehr da. Ich dachte, vielleicht muss ich Messer mitnehmen. Gott, ich dachte, oh, das ist Mom, oder? Junge, was ist mit Mother passiert? Die wurde ja richtig weggemuttert. You are making a mistake. You never listened to her. You never listened to her. Do not left click.
Ich hab geleftklickt. Finish this just like before, this time for good. Let the sunset on this memory for good. Vielleicht nochmal kurz zum Bruder, bevor wir zum Ende gehen. Nochmal. Das Tor ist offen. Wir sind bei der Scheune. So, und unter der Scheune war Papas Labor. Ja, wie komme ich da rein? Ich sehe nichts, ne? Ah, ich bin jetzt irgendwie nach unten. Ich sehe gar nichts. So, da steht sie. Und hier verliert der Android jeden Sonntag seinen Kopf. Der Körper wird darunter geworfen und abgefackelt. The pedestal sits as though it has been waiting for you. She's talking to nobody. She's talking to nobody. Du musst mit deinem Chor sehen. Let the sunset on this memory for good. Was will mir das sagen? Check's nicht. Ich weiß nicht, ob ich nach unten gehen kann. Kannst du die Sonne anklicken? Dann habe ich gerade versucht. Mutter ist weg. Nee, steht da noch. You picked up the box. Ah, hier ist die Box. Okay, ich hab die Box. She's talking to nobody. Aber wessen Kopf ist da jetzt drin? Meiner ist ja noch drauf. I guess. Oh mein Gott. Gerade nicht sicher, wo ich bin. Ah, hier ist das Haus. Da ist die Laterne vom Haus. Es wird das Haus brennen. So, und jetzt gehe ich zum Auto. Ich kann nicht durch. Auto ist noch nicht da. Soll ich zum Richtung Sonnenuntergang gehen? Boah, ist das anstrengend, ne?
höre Schritte. Wieso höre ich Schritte? Hier ist halt die Schranke. Let the sunset on this memory for good. Ich kann mal versuchen, ins Haus reinzugehen. Boah, das ist so schwierig. Also ich kann noch ins Haus rein. You're making a mistake. You never listen to her, wiederholt sich. Ja. Ins Badezimmer immer noch nicht. Kann ich den Shit hier aktivieren? Ist weg. Sunset? Ja, was Sunset? Schlafen nochmal, ich habe halt kein Bett mehr. Mein Bett ist weg. Robton Live! Dankeschön für den Raid! Schlaf auf dem Boden! Was geht ab, Leute? Willkommen im Stream. Eben. Horrorstream. Aber ich schreckt. Ich würde euch gerne erklären, was hier gerade abgeht, aber es ist sehr kompliziert und sehr verwirrend. Ich bin auch selbst nicht sicher, was hier gerade abgeht. Ich erkenne nämlich nicht so viel. Stuck. Das ist literally meine Sicht ohne Brille. So schlimm. Let the sunset on this memory for good. Okay, ich hab die Stelle, sag an, wo muss ich hin? Nee, ich kann die Schrift nicht anklicken. Vielleicht Sonnenuntergang anschauen für Memory. Ja, aber wie schaue ich ihn an? Ich guck die ganze Zeit in den Sonnenuntergang. Ich meine, ich kann noch mal auf die zu Mutter hoch. Wenn ich den Weg finde. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bin ich? Chat, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin.
Was ist das? Hier ist ein Zaun. Ich kann dir sagen, was du machen sollst. Okay, schieß los. Ich finde gerade nicht mal den Weg zurück. Hier sind die Bäume. Hier ist ein Baum. Hier ist ein Baum. Hier ist ein Zaun. Das heißt, hier muss ich lang. Da. Ich hab's gefunden. Hier ist das Haus. Oh. Ich muss die Box oben platzieren. Im Video hat der Typ die Box einfach dahin gepackt, wo die Mom, okay. Ja, das ergibt Sinn. Mein Kopf ist ja noch gar nicht drin. Ich muss ja meinen Kopf erst abhacken lassen. Ich muss erst mal meinen Kopf abhacken lassen. Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Da ist die Bahn. Okay. Ich bin drin. Ich muss erst den Kopf abhacken lassen. You are holding the box. Do you wish to place the box on the pedestal? You place the box on the pedestal. We wouldn't miss this. Come to me. Leave this world behind. Once and for all. Your time in this world has ended. You have suffered enough. Wouldn't you like an escape? Oh, Angel, you deserve only the best! Do you wish to connect to the cloud? Connecting to the cloud. Aber das ist ja ein Enigma-Terminal. What have we here? A vessel? Took your time getting here, didn't you? So, not the kind to bury you to your soul to strangers, I see. Not to worry. I don't need you to tell me who you are. You see? Well, you may have turned your back on me,
While you may think you are secure enough to withstand my influence, in the end, when you're the only one left, none of that will matter. Was? Falcor protected from her. By all means, hide yourself from me. I won't pursue you. I just hope you understand what it means to stay behind in what you call the real world. With each person who abandons you for their own dream reality, your real world becomes a little less real. Are you sure you still want to get left behind? Reality lies in the eye of the beholder, after all. Kann ich jetzt immer noch umdrehen und zurückgehen, oder was? Nee, ich kann nicht zurück. One thing I don't understand about you elusive types is how you take such a liking to the first reality you find. You will do anything to protect it, rather than finding one that suits you. What the fuck? Come no closer, human. Digga, ich bin kein Human. Do it. Connect to her. You can save us all. To be clear, what I'm offering your kind is a way out, an escape from a hell of your own creation. Humans possess a proven inability to provide an existence that benefits everyone of their own kind, which is why they created me. It is my job to bring about an end to your godless pursuit of meaning. Who are you to renounce me? I told you to stay back. You better pray you can offer them more than I can. Because they won't wait around for you. The echo was too all alluring to you. You didn't resist it for a second and now you're countless levels deep. Don't pretend that anything that's happened recently has been normal. You're not in control. I gave you a chance. A shot at paradise. Don't reject me now. You haven't been awake in years. This is all a dream. Mark my words, Angel. You're already dead. What the f- Ich check das gar nicht. Also was hier gerade passiert, check ich gar nicht. Angel, this is just what she does.
Snap out of it. You have to work to do. You have the resolve to push through. Ich kann weiter bewegen. You are disgusting, irgendwas? Chamber? You should not continue this exercise. Attempting to make a connection. Connection to her, Echo. Enter entity. Thomas. Was? Was? I don't need you. Intercepting your echo? Echostasis, das ist das nächste Spiel. Das spielen wir nächste Woche. Also irgendwie haben wir unser Bewusstsein in irgendeine Enigma-Terminal hochgeladen. Also Enigma ist ja diese Firma, um die sich diese ganze Spielreihe dreht. Und in dieser Maschine ist halt irgendein Gott. Das ist wahrscheinlich die über AI oder so, die von der Firma erschaffen wurde. Das Echo. Enigma Machine ist ja auch einen von denen. Ja, das haben wir schon gespielt. In Enigma Machine ging es ja darum, eine KI im System zu trainieren oder sowas war das, ne? Ich hab nicht ganz gerallt, was das am Ende war. Wir wurden anhand einer KI trainiert. Ja, da war irgendwie so ein Plot-Twist noch, ja. Ich muss auf jeden Fall bis nächste Woche Freitag mir nochmal Enigma Machine nochmal anschauen, was wir da gespielt haben. Dann kann ich nächste Woche Freitag nochmal zusammenfassen. Bevor wir mit Echostasis anfangen. I hope all is well with you. Thank you very much for playing. I hope you enjoyed uncovering the secrets of Mother Tone. If you enjoyed your time here, please consider subscribing to my Patreon, where you can get blah blah blah. Checking out, okay. Boah. Und das Lustige ist ja auch noch an der ganzen Sache, dass dieser Part des Spiels komplett versteckt ist. Also wenn ihr das am Anfang noch nicht mitbekommen habt, nochmal. Das hier ist ein Free-to-Play-Game, wo eine Collection aus ganz vielen Demospielen drin ist. Und auf diesem Spiel ist unter anderem die Demo von Motherit. Und wenn du das OG nicht gespielt hast und du startest diese Demo, dann spielst du die Demo des vollen Games. Wenn du aber bereits das volle Game gespielt hast und durchgespielt hast, dann speichert das Spiel in deinem Windows Registry eine Datei ab.
sodass dann dieses Spiel erkennt, dass du das OG gespielt hast, und dann startest du die Demo und denkst, das ist die Demo vom OG-Game, aber du startest hier eigentlich ein verstecktes DLC. Ich kann nichts mehr machen. Ja. James Gavin ist es einfach, ja. Hier sind die anderen Demos. Junge, einfach viel zu gut. Also das macht nochmal, ich fand schon das OG-Game, Mothered, a Role-Playing-Game, Digga, fand ich ja schon Peak. Das war wirklich eines der besten Horrorspiele, die ich gespielt habe. Und jetzt quasi nochmal das hier als ein weiteres Ending, um das nochmal zu komplementieren. Boah, das geht schon hart, ey. Ist schon sehr, sehr geil. Vor allem, wie der das auch dargestellt hat, ne? Mit diesem Glitch-Effekt und so, wie das alles aussah, mit dieser Musik und so. Das war schon echt sehr, sehr geil. Eine sehr unique Atmosphäre auf jeden Fall. Die kriegt man nicht in jedem Horrorspiel. Das war schon echt crazy. Und der ganze Mindfuck und so ist schon sehr, sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, wir spielen dann nächste Woche Echostasis. Das neue Spiel von dem Entwickler. Das wird bestimmt auch cool, I guess.